was kann man denn da machen? Verschlossen. Ob sich das Tor irgendwie öffnen lässt? Mist! Ich hatte gehofft, dass man da einfach nur auf ein Knöpfchen drücken muss und schon kommen wir da rein. Aber das hat sich dann wohl als falsch herausgestellt. Also spielen wir weiter, rekrutieren weitere Kämpfer und besiegen Geister. Als nächstes wartet Ellie auf uns aus Donkey Kong Country 3. Und ich bin ja riesiger Donkey Kong Fan, aber Ellie der Elefant ist ein Partner, den ich jetzt nicht priorisieren würde. Also nein, danke. Da kann ich ruhig mit voller Energie gegen antreten. Der Gegner setzt oft seinen Special Standard ein. Kann er machen? Wir reagieren darauf. Schöne Donkey Kong Country 2 Mucke. Und habe ich keine anderen Grabber aktuell zur Verfügung? Naja, dann kämpfen wir mit dem neutralen Master Belch, der das Tempo reduziert. Beim Notfall erhöhen wir unseren Angriff. Wir ziehen Items zu uns an. Und was könnten wir noch machen? Kampfbeginn mit der Vergeltungsknarre. Wird stärker, je schlechter es dir geht. Habe jetzt heute nicht den besten Tag, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das hat damit nicht gemeint. Jetzt braucht kein Mitleid oder so. Jeder hat mal einen Scheißtag, passiert halt. Aber wenn man Smash zockt, dann kann es einem doch nur gut gehen, oder? Wird schon, Freunde, wird schon. Yeah! Außerdem kann man sich ja auch richtig schön abreagieren. Warte, dabei ist es ein neues Item, diese Knarre? Ich kann mich nicht erinnern, dass es die in den vorherigen Teilen gab. Dieser seltsame rote Schuss, der kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Kann man das auch irgendwie aufladen, diesen Schuss? Oder was ist das? Vergeltungsknarre. Auch der Name ist neu. Nee, ich glaube, das ist ein komplett neues Item. Achso, by the way, es muss nicht unbedingt Donkey Kong Country 2 Musik sein. Eigentlich ist das sogar genau genommen falsch. Was wir hier hören, ist nämlich das Final Battle gegen King K. Rool in Donkey Kong Country 1. Aber es gab in einem Level in DKC 2 davon einen Remix, so mehr oder weniger. Und ich dachte erst, dass es daran angelehnt war. Aber nee, nee, das ist schon das K. Rool Battle. Und King K. Rool ist ja tatsächlich auch ein Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate. Eine Sache, die von vielen Hardcore... Bruder. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ne? Du blöde Drecksau. Was wollte ich überhaupt gerade sagen? Das hat mich so schockiert im Moment. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geredet habe. Ah ja, stimmt, King K. Rool. Heftige Hardcore-Fans wollten ja Ridley und King K. Rool und andere Charaktere in Smash. Und Ridley und King K. Rool sind bis jetzt auch dabei. Vielleicht kommen noch die anderen, die so krass gehypt werden, wie Banjo-Kazooie. Und noch viele weitere. So, Ellie, Wasser- und Eisangriffe werden verstärkt. Ah ja, das ist natürlich perfekt dann für Shiggy, klar. So. Ich glaube, wir haben jetzt hier nicht so viel bekommen, weil das Level von diesem Belch so hoch war. Wir haben ja gelernt, je niedriger das eigene Level, desto höher fallen die Belohnungen aus. Also, apropos Belohnung, ich glaube, wir können wieder was im Wissensbaum investieren. Ja, auf jeden. Verkürzt Starre und Verwundbarkeitsphase beim Laden, denn ja, mach mal. Sehr gut. Ich glaube, als nächstes gehe ich dann aufs Schild. So. Next Enemy. Sakura. Ah, aber die hat 3 Sterne. Da sollten wir erstmal woanders lang. Gerd hat von Diddy Kong Besitz ergriffen. Moment mal, schon der zweite Gegner aus Donkey Kong? Ist vielleicht sogar die Donkey Kong Statue oder Diddy in der Nähe? Wir schauen mal. Der Gegner jagt nach Items. Alles klar. Dann würde ich fast sagen, bleiben wir in etwa bei demselben Set. Ich muss nur hier den Anführer wechseln. Gamaro wird ausgewählt. Feuerabwehr. Nee, ist eigentlich Unsinn. Oder, ja, dann nehmen wir ihn halt, meinetwegen. Und ich würde gern Items anvisieren. Ja. Go!
begehrt. Stammt aus Animal Crossing. Auch Animal Crossing ist ja für Nintendo Switch bereits angekündigt. Uiuiui, der Titi ist böse. Ich habe noch nie einen Teil gespielt, aber den werden wir uns zusammen mal anschauen. Shit. Boah! Zerkratzt mir nicht meine Augen. Weil da werde ich auch ganz grantig. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Es wird eine neue Erfahrung, wenn es dann raus ist. Ist halt noch kein Termin bekannt, aber ich denke mal, in der ersten Jahreshälfte 2019 werden wir Animal Crossing sehen. Na, komm her, komm her, komm her. Schaffst du es nicht? Ein Rammschutz. Was? Ah, okay, man kann nicht in den Boden gestampft werden, wie beispielsweise bei der Side B von Donkey Kong. Alright. Weiter. Es läuft. Aber wir müssen auch schnell vorankommen, weil irgendwie habe ich die Masse, diese Größe des Story-Modus etwas unterschätzt. Das können ja etliche Parts werden. Aha, Donkey Kong. Der von Muddy Mole aus Mole Mania supported wird. Ich würde sagen, gegen Donkey Kong nehme ich mir wieder Marv mit seinem Schwert zur Hand. Das dürfte ganz gut klappen. Und die Geister, ja, schauen wir mal. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo entweder Donkey Kong, Diddy Kong oder King K. Rool stationiert sind. Ja, nimm halt den. Vor allem ist da aber ein grüner Schalter und der könnte mit dieser Boss-Tür zusammenhängen. Ein pures Smash-Duell, gib alles! Gebe ich. Ja, ich sag doch, das ist gut gegen Donkey Kong. Schwert ist gut gegen Donkey Kong. Oh, tschüss! Komplette Vernichtung. Tut mir ja fast ein bisschen leid, DK. Aber besser so für uns. Bora. Kann man den Text da unten nicht nochmal ein bisschen beschleunigen? Nein. Kampf beginnen mit einem Bora. Ach so. Ah ja, dieses eine Item da. Alles klar. Alles klar. Ja, wir haben so langsam eigentlich ganz interessante Geister. Kann man auch welche wegwerfen? Ja, oder? Bestimmt irgendwie. Bestimmt. Bisaflor. Seltsamerweise ergreift Bisaflor Besitz von Bisaknosp. Macht nicht ganz Sinn. Achso, warte. Das ist ein Riesen-Bisaknosp. Achso, na gut. Und Giftboden am Start. Giftalarm, der Boden verursacht fortlaufenden Schaden. Riesenverwandlung für Gegner. Also diesmal ist der Boden nicht Lava, sondern Gift. Alles klar, haben wir wieder einen Titel. Außer es kommt noch was Besseres. Da. Womit kämpfen wir? Isa. Vielleicht Mario, wegen Feuer und so. Es gibt zwar keine Effektivitäten in Smash, aber dennoch. Mario. Clowns Mario nehme ich mal. Da. Auch Pokémon Let's Go läuft ja momentan auf dem Kanal. Also falls ihr neu seid, dann gerne mal reinschauen. Und ich hätte gern Verstärkung für Feuer-Items. Gibt's das? Oder habe ich den weggeschickt? Habe ich wohl gemacht, ja. Na gut, dann nehme ich mal den Bohrer. Auf den habe ich jetzt Bock. Ich bohre so richtig in dich rein. Also, der Boden ist Gift, Leute. Wobei auch das ist ja... Oh, shit. Bohrer habe ich verschwendet. Auch das ist ja ein YouTube-Meme. Der gute Unge. Sei mir nicht böse. Er hat sich ja doch was geleistet mit Milch ist Gift. Und seitdem ist das ein tolles Meme. Naja. Schon ein bisschen outdated, aber ich finde es immer noch eigentlich ganz witzig. Komm, geh mal fliegen ein bisschen. Aha. Fuck. Boah, das war jetzt riskant, ne? Was? Wieso hat er jetzt seine Ulti?
lächerlich. Warum hat er jetzt ein... Das finde ich scheiße. Dass sie einfach so... Das kann zwar auch mich treffen, das hatten wir schon in der letzten Folge, aber warum bekommt man einfach so seine Ulti? Das ist eine Neuerung in Smash Ultimate, das kann man aber zum Glück im Smash Mode auch ausstellen. Aber hey, was soll denn das hier im Story-Modus? Warum? Come on. Das ist richtig unnötig. Wir hatten den voll im Griff. Dann habe ich einmal was Riskantes versucht. Klar war ich dann an der Edge. Und ja, mit seinem Laserstrahl hat er dann natürlich ein leichtes Spiel. Ne? Komm her jetzt. Mach dich alle. Vergiss es, Alter. Die Stage ist halt ein bisschen scheiße, weil ich nur auf diesen Plattformen hier sein kann. Deswegen kann ich meinen Side Smash nicht benutzen, aber der Up Smash, der sitzt. So. Mann. Diese eine Niederlage, das ist sowas von... Na, ich sag nichts mehr. Kurzer Rage, sorry. Hab mich wieder eingekriegt, ist okay. Aber ich bleib dabei, dass es unnötig ist. Zum Glück kann man das ausstellen. Nur halt nicht hier. So, was macht der Knopf? Was? Okay, hier oben ist ein... Hier, da ist irgendwas. Ich weiß es nicht, aber es ist dreifach gesichert. Und wir haben eine Sicherung davon jetzt gelöst. Okay. Hm. Mal schauen, was? Da muss ich aber irgendwas Wichtiges dahinter befinden. Vielleicht auch noch ein Bosskampf? I don't know. Feuerabwehr. Es gibt einen Feuerboden. Aber Igamaru ist ein bisschen besser gelevelt. Dann nehme ich den. Und... die Vergeltungsknarre. Let's go! Was denn mit den Böden los in diesem Spiel? Der Boden verursacht schweren Feuerschaden. Ja. Dann ist es ja ganz gut, dass wir mit der Knarre hier oberhalb der Plattformen... zuschlagen können, aber wirklich, wirklich viel Schaden machen diese Schüsse dieser Knarre nicht. Ich glaube schon, dass man das irgendwie aufladen kann, weil es macht sonst ja gar keinen Sinn, dieses Item. Hier, weil es noch nicht genug Feuer gibt, sprühe ich noch ein paar Feuerbälle dazu. Was? Ach, ich musste nur Lucina besiegen? Ach so. Okay. Und wir haben wieder einen neuen Dude, der Feuerangriffe pusht. Sehr gut. Sehr gut. Ach, übrigens, können wir eigentlich schon neue Geister rufen? Weil jetzt haben wir ja doch schon eine Weile gespielt. Vielleicht ist das jetzt verfügbar. Rufen? Nein. Besitzt nicht genügend Chips oder Geister. Ja, aber ich habe ja noch keinen einzigen Chip. Bekommt man die wirklich nur, indem man Geister entlässt, oder was? Ja, ich glaube schon. Hier sendest du Geister zurück in ihre eigene Welt. Als Belohnung erhältst du Geisterchips und Geisterpunkte. Ah ja. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, löschen wir die ganzen Dullis, die uns sowieso nichts bringen. Also die ohne irgendeinen Bonus. Weil was will ich mit denen? Außer das Evoli, das habe ich jetzt schon so hochgezüchtet. Aber das ist wenigstens so neutral. Das hat noch irgendwo einen Sinn, finde ich. Aber der Rest kann echt nach Hause gehen, ohne Scheiß. Was will ich mit euch luschen? So. Tschüss. Ah ja, dafür gibt es jetzt jeweils einen Chip dieser Kategorie. Aber es reicht jetzt trotzdem noch nicht, um irgendwas zu rufen, oder? Nein. Na gut. Oder? Warte mal. Doch, den ersten konnte ich mir nicht holen, aber den hier, den Knuckles. Ich glaube, den könnte ich mir holen. Okay, doch nicht. Naja, dann machen wir erstmal weiter. Dann halt nicht! Spiel ist okay. Ich brauche das nicht. Ich scheiß da drauf. So, Mega Man. Mega Man will kämpfen. Oder eher Top Man, der von Mega Man Besitz ergreift. Gegnerische Sprintangriffe sind stärker. Ausdauer-Smash reduziere die KP der Gegner auf 0. Okay, dann bleib bei Mario.
Wir machen hier eine schnelle Anpassung. Oh, der muss aber gelevelt werden. Der muss gelevelt werden. Eindeutig. Bam, 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 bam. Ups. 83. Na gut, das ist ein bisschen viel, aber... Beschweren kann man sich da eher weniger. Ich denke mal, gegen den sind wir eben Vorteil. Auch wenn er sprinten kann ohne Ende. Oh, wobei, es sind wieder so viele. Ich mag das nicht. Oh, und dann diese Attacke, ne? Was zur Hölle? Hör auf jetzt! Ich komme ja gar nicht zum Stehen. What the fuck? Ich kann mich gar nicht hinstellen. Ihr Schweine! Schluss jetzt! Was war denn das, ey? Screw Attack, natürlich. Natürlich kriegen wir das jetzt. Macht aus Sprüngen mächtige Angriffe. Ja gut. Bisschen Schaden macht es, aber mächtig würde ich jetzt nicht nennen. Ich find's cool, dass sie den Story-Modus so ein bisschen mit dem Missionsmodus kombiniert haben. Aber dafür wird's wahrscheinlich auch keinen eigenen Missionsmodus mehr geben, ne? Naja, kann man nichts machen. Ein weiterer Teil der Karte ist offengelegt. Gibt's hier irgendwo eine Statue? Komm schon, wir brauchen einen neuen Char. Okay, wir müssen uns weiter durchkämpfen. Riesen Little Mac. Marv, ich brauch dich. Da, 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 da. Du bist nicht Marv. Mensch, eigentlich ist mein Ziel, so in jedem Part einen Charakter zu retten, aber ich merke immer wieder, das ist gar nicht so richtig möglich. Okay, Visa Floor wird mir zugeteilt. Kann man machen, aber der muss erstmal ein bisschen gepusht werden. So, Vergeltungsknarre, nee, du, brauche ich jetzt nicht mehr. Ich nehme mal lieber einen Lipstick. Und... Ja, Items anziehen. Let's go! Pistenhondo. Who the hell ist das? Komm runter da, du Feigling! Oder bist du Elektriker? Was machst du da oben? Oh, die Musik ist geil, Alter. Shit. Nein, das ist mein Lipstick. Das ist meine, habe ich gesagt. Gib mir meinen Lipstick sofort zurück. Gib mir meinen Lipstick. Oder ich mach dich alle. Oh, Vorsicht, der hat sein K.O. Der hat sein K.O. Der hat sein K.O. Shit. Kleiner Bastard. Ach, lol. Soll ich euch was verraten? Entweder ich hab's vergessen. Oder ich hab's gar nicht gecheckt. Aber das war ein KP-Smash. Hab ich überhaupt nicht drauf geachtet. Lol. Das hätte jetzt auch wieder in die, ins Auge gehen können. Und dann hätte ich mich blöd gefragt. Hä? Hä? Was passiert hier? Ja, ich muss es überlesen haben oder in der Aufregung vergessen. Kein Plan. Alter, was geht da ab? What? Übertreib halt komplett. Vor allem, ich will zu diesem Boss. Was muss ich denn dafür tun, verflixt? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da komplett falsch sind. Deswegen gehe ich jetzt hier lang. Ja, und da sind wir wieder auf der Donkey Kong-Spur. Squitter aus Donkey Kong Country 2 und 3. Die einzige Spinne, die ich mag. Oh, yes. Und das Ice-Theme aus Donkey Kong Country 1. Epic. Ich muss mal die Donkey Kong Country Teile reloaden, ey. Mario. Und 64. Ich weiß. Ich weiß, Leute.
Aber es geht halt nicht so viel auf einmal. Und YouTube und Gaming, naja, ihr wisst ja, ne, wird immer schwieriger, die ganze Geschichte hier. Läuft. Zack. Eine Chance. Lol. Ah, warte, der ist noch nicht down. Der ist noch nicht down. Oder was macht er da? Zack. Komm her, Mann. Feigling. Das wär's gewesen jetzt. Aber dann halt so. Guten Flug. Jetzt will ich aber langsam mal einen Donkey Kong Charakter freischalten. Das kann's ja nicht sein. Was zum Teufel ist Bluminator? Was wir da freigeschaltet haben. Hä? Naja, ich nehme alles mit. Was ich finden kann, und da unten ist auf jeden Fall ein Char. Da ist ein Char. Wir müssen nur noch Slashman besiegen. Der wieder Mega Man hat. Es klebt, der Boden senkt Tempo und Sprungkraft. Ausdauer-Smash, reduziere die KP der Gegner auf 0. Der Gegner setzt oft auf seinen Luft hinten. Luft hinten, wie das klingt. Aber okay, weiß ich Bescheid, danke. Ach, ich bleib einfach bei der Kombination. Wir müssen ja nicht jedes Mal so im Typ-Vorteil sein. Ich bin zufrieden mit der Kombi. Feuerangriffe sind stärker, Lipstick. Ganz geil. Oh, aber es sind wieder so viele, es sind wieder so viele. Ich weiß halt nur nicht. Geil. Ob auch die Smash-Attacke verbessert wird. Okay, nicht die mit dem Lipstick, logischerweise. Jetzt verreckt er einfach so. Von einer Sekunde auf die andere wegen des Lipsticks. Wegen dem Feuerboost, meine ich. Aber müsste streng genommen sein. Okay, mit wem kriegen wir es jetzt hier zu tun? Jetzt pass auf, jetzt ist es so Mega Man. Es ist Donkey Kong! Ja, ich liebe ihn zwar, aber in Smash habe ich ihn schon lange nicht mehr gespielt, weil Bowser seit Smash 4 mein Main wurde. Und Donkey Kong leider auch nie so richtig gut war, tatsächlich. Aber dennoch will ich ihn natürlich sehr gerne in meinem Team haben. Ich werde ihn sicherlich auch das ein oder andere Mal hernehmen. So, und auch wenn ich gesagt habe, Marv ist perfekt für DK, machen wir es hier jetzt mit Mario. Wir haben gleich mal schon etwas mehr Probleme. Na gut, aber ich stelle mich auf doof an. Vielleicht sollte ich mal aus meinem Tiefschlaf aufwachen und besser kämpfen. Ja, ich habe das krassere Item. Verbrennen wir ihm den Pelz! Das war so brutal. Okay, so viel Stuff. Danke. Donkey Kong ja auch ein Kämpfer, der schon von Anfang an dabei ist. So, aber was? Was ist das für eine Aktion? Ob du die Brücke irgendwie reparieren kannst, dann könntest du deinen Weg fortsetzen. Kann ich also nicht? Okay. Ist aber seltsam. Hey, da oben ist noch so ein Höhleneingang. Da kriegen wir es allerdings auch mit Sonic und Rayman zu tun. Die super stark sind. Ich glaube aber, dass ich es riskieren werde. Auch wenn wir wieder krass underleveled sein werden. Ich schnapp mir mal Donkey Kong. Donkey Kong. Und dann nehmen wir die beste Geist-Kombi. Ich guck mal, was da alles geht. Also Items anvisieren. Dann hier stärkere Armangriffe. Machen wir das doch gleich doppelt. Armangriff doppelt gebufft. Das sind so ziemlich alle Angriffe von Donkey Kong. Das habe ich gar nicht auf die Power geschaut, aber wir haben wahrscheinlich sowas.
Ach, es ist ein Ausdauerkampf. So. Ja, toll. Das ist kein guter Beginn. Ja, ich brauch schon gar nicht weitermachen. Kann man hier irgendwie restarten? Also das war völlig für den Arsch. Aber es wird auch so oder so schwer, wie man gesehen hat. Ja, der ist halt sauschnell, ne? Kriegt dann noch Support von diesem komischen Etwas. Und du merkst halt seine heftige Power. Boah, dieser Supporter, ne? Brutal. Da können wir auch von der Geschwindigkeit her gar nicht mithalten. Das ist das große Problem. Nee, dann lassen wir es. Dann lassen wir das. Alter Schwede, ist das heftig. Das kotzt aber auch ein bisschen an. Warum sind wir denn denen nicht ganz gewachsen so? Egal, was ich mache. Die 3-Stern-Dinger bleiben viel zu heftig. Ulala, was geht da ab? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Naja, wir müssen ja eigentlich da nach oben. Weil dann noch ein Charakter ist. Smash auf Zeit. Siege innerhalb des Zeitlimits. Bei hohem Gegnerschaden, Helfer-Trophäen machen dir das Leben schwer. Der Gegner verursacht Abstand zu halten. Oder versucht, Abstand zu halten. Okay. Mit Luigi's Mansion-Mucke. Alright. Go! Also bevor wir nicht auch 9000er Kampfpunkte erreichen, glaube ich, werden diese 3-Sterne-Missionen von mir nicht mehr angefasst. Das hat keinen Sinn. Ja, hallo? Machen ja gar nichts. Tschüss. Ja gut, es hieß ja auch, dass sie Abstand halten wollen, ne? Aber dass die dann nur flüchten? Bisschen lame. What's going on here? Also jetzt wird's langsam richtig gruselig. Deswegen auch die Luigi's Mansion Stage. Alter, was zum... Oh. Aber die kommen ja aus, na, wie heißt es noch? Leider das Franchise vergessen. Aber aus einem Horror-Game auf jeden Fall. Deswegen passt es auch ganz gut dazu. So, weiter zur nächsten Statue. Vielleicht finden wir dann ja auch irgendwie, irgendwo den Zugang zu diesem Boss. Ist ja leider noch gesperrt, ne? Spectre Knight und Richter. Der Gegner startet mit der Todessense. Erhöhtes Lauftempo für Gegner. Todessense, ja. Alles klar. Ich hätte gern Curry. Das ist die Todessense. Oh ja, das ist ein geiles Item. Feier ich. Wir können ja mit dem Curry auf jeden Fall schon mal einen guten Anfang hinlegen. Das ist das Gute. Ich glaube, das wäre auch die Lösung für Sonic. Also zumindest, um einen guten Beginn hinzulegen. Als ob! Als ob das funktioniert hat! Nice! Hochgenommen, gelaufen, tschö mit Öl. Ist ja geil. Einer der epischsten Kills bisher. Was gibt's jetzt da oben? Captain Kuttelfisch. Kriegt Support von einem Mii. Okay. Stärkere Fernkampfwaffen für Gegner. Erhöhtes Lauftempo für Gegner. Alles klar. Ja, machen wir so. Natürlich, Splatoon-Mucke im Background. Bereit? Einer der guten Tracks.
Und die New Super Mario Bros. U Stage. Warum auch immer. Ach was, wie cool. Der Mii sieht sogar aus wie Captain Kuttelfisch. Das ist der Witz dahinter. Gewonnen. Lol. Aktivitätsleitergeist. Was heißt das? Ach so. Ach so, warte, warte, warte. Der ist für die Map zuständig. Der kann irgendwas auf der Map bewirken. Vielleicht ein Boot steuern oder sowas. Na, ja, du kannst nun in den Aktivitäten Captain Kuttelfisch besuchen. Ach nee, warte, der hat ein Dojo. Ah, okay. Hier können wir wieder ein paar Geister absetzen und die was machen lassen. In Geister-Dojos können deine Primärgeister neue Kampfstile erlernen. Auf diese Weise kannst du sie spezialisieren und es mit neuen Gegnern aufnehmen. Erlernte Dojo-Stile sind keineswegs in Stein gemeißelt, sondern können jederzeit geändert oder vergessen werden. Lass deine Experimentierfreude also freien Lauf. Okay, also wir können da die Werte quasi verändern, ja? Oho, ich hab schon auf dich gewartet. Schau her, das hier geschieht mit Geistern, die neuen Stile lernen. Ja gut. Dann schmeiß ich mal ein paar Noobs hier rein. So, die werden halt jetzt von Angreifer zu Verteidiger, oder? Verstehe ich richtig? Müssen das vier sein? Nein. Wir haben nicht so viele Verteidiger, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Oh, was ist das? Wiggler. Yoshi und Wiggler. Bei hohem Schadenswert steigt die Angriffskraft des Gegners. Oh je, und alle Items sind Lipstick. Ja, bleiben wir mal lieber beim Curry, weil wir müssen verhindern, dass die an die Lipstick rankommen. Und ich glaube, ich werde versuchen, mit meiner Downbee noch gut Schaden zu machen. Ja, ja, der versucht zu flüchten und so. Soll er ruhig versuchen. Meinen Powerschlag habe ich auch schon aufgeladen. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Verdammt. Nein, 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 nein. Shit. Ich wollte es versuchen. Nee. Nein! Oh, diese blöde Steigung da. Da kannst du nicht richtig treffen. Ist richtig nervig. Das ist tricky. Müssen wir einmal aber richtig landen und dann könnte ja auch schon down sein. Bloß nicht zu sehr vom Lipstick treffen lassen. Diese ganzen Steigungen in der Map sind richtig störend. Aber jetzt sitzt die Faust. Schön auf die dicke Nase drauf. Da geht er down. Ich möchte gerne ein bisschen mehr sehen. Aha. Eine Truhe. Und so... Ah ne, da komme ich nicht hin. Ich dachte, ich komme noch zu diesem komischen Warpfeld oder was auch immer das ist. Da ist noch ein Char. Der natürlich von einem heftigen Gegner bewacht wird. Na, geil. Ja, da müssen wir uns dann aber trotzdem nächstes Mal dran machen und da oben auch. Sind die alle immer 9000? Tatsächlich, das darf doch nicht wahr sein. Machen wir noch die Tickies für heute. Ein pures Smash-Duell. Okay. Dann Donkey gegen Diddy und die Tickies. Anpassungen noch vornehmen. Nö. Dann Evoli. Und Curry, ja. Also Diddy ist auch so ein Kombo-Viech. Wir müssen den so lange wie möglich mit dem Curry daran hindern. Und schön zuschlagen. Ach, sind da drei. Nee, mehr. Wenigstens einer ist down. Also. Nein! Die sind clever. Die kleinen Racker. Hm.
Ja, der war gut, der war gut. Der wollte smashen und dann habe ich mich schön hinter ihn gerollt und das war's dann für ihn. So, einer noch, come on. Als ob nein! Hey, was? Was war da? Eine Mine? Komm her. Yeah! Ja, aber jetzt wird's im nächsten Part dann scheppern. Wir sind in der Nähe von zwei Kämpferstatuen und ich werde die garantiert nicht da liegen lassen. Ich will sie befreien. Wenn es gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen und die nächste Folge nicht verpassen.